2018. Im dritten Jahr ihrer Doktorarbeit weigert sich Zoe Ziani, die Arbeit von gleich drei der bekanntesten Forscherinnen und Forscher ihres Gebiets zu berücksichtigen. Irgendetwas stimmt mit den Ergebnissen nicht, das ist ihr sofort klar. Aber ihre Chefin besteht darauf. Sie soll die bahnbrechende Studie zitieren, die es sogar hier bei uns in die Headlines geschafft hat. Ziani beugt sich dem Druck auf ihre Art und beschließt, die Studie in ihrer Doktorarbeit ausgiebig zu kritisieren. Und dann kommt es, wie es kommen musste. Der Plan geht nach hinten los. Eine Gutachterin nennt die Kritik unangemessen, selbstgerecht und hetzerisch. Und auch die anderen Gutachter sind erbost. Ihr wird gedroht, die Promotion platzen zu lassen. Um ihre Karriere zu retten, entfernt Ziani die Kritik aus der Arbeit. Erstmal. 5 Jahre später, 2023, wird sie einen der größten Wissenschaftsskandale der letzten Jahre aufgedeckt haben. Heute erzählen wir euch die Geschichte, wie eine frisch gebackene Forscherin und drei Datendetektive einer hochkarätigen Datenfälscherin das Handwerk gelegt haben. In dem fraglichen Fachartikel ging es um Karrierenetworking. Trotz der Vorteile, die es bietet, finden Menschen die Kontaktaufnahme, allein für den persönlichen Nutzen, oft unangenehm. Die Studie wollte zeigen, dass sich Menschen nach einem Networking-Event moralisch unrein und sogar physisch schmutzig fühlen. Die Evidenz? Wenn man den Teilnehmern nach dem Event unter Versuchsbedingungen eine Liste von Produkten zu lesen gab, bewerteten sie persönliche Reinigungsprodukte als begehrenswerter. Über diese Studie berichtete damals übrigens auch unter anderem der Spiegel und der Bericht ist immer noch online. Aber der Mechanismus, nach dem Menschen mit Schuldgefühlen diese im wörtlichen Sinne von sich abwaschen wollen, der war bereits 2014 widerlegt worden. Diese Studie hätte also überhaupt nicht funktionieren sollen, hat sie aber. Wie konnte das sein? Zunächst vermutete Zoe Ziani nur, dass sich die Forscherinnen und Forscher einige Freiheiten bei der Auswertung genommen hatten. Ein bekanntes Problem bei vielen Forschungsergebnissen aus dieser Zeit. Dabei werden Statistiktricks eingesetzt, um negative Ergebnisse in positive zu verwandeln. Wie funktioniert das genau? Bei der statistischen Auswertung von Versuchen will man meistens herausfinden, ob das Ergebnis des Versuchs sich von dem Ergebnis eines Kontrollversuchs wirklich unterscheidet. In einer Medikamentenstudie vergleicht man zum Beispiel die Wirkung eines Medikaments mit der Wirkung eines Placebos. Wenn man die Ergebnisse der einzelnen Testpersonen grafisch darstellt, ergibt sich eine Art Wolke aus Daten, weil jede Person ein bisschen anders auf die Behandlung reagiert. Der statistische Test soll jetzt ermitteln, wie wahrscheinlich es ist, dass die Unterschiede zwischen den beiden Datenwolken einfach nur Zufall sind. Das sagt uns der Ergebniswert P. P kann einen Wert zwischen 0 und 1 haben. Und wenn der Wert 0,05 oder kleiner ist, dann gilt der Unterschied zwischen den Ergebnissen, also der Effekt, als statistisch signifikant. Das bedeutet, dass mit mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit der Unterschied zwischen den beiden Gruppen kein Zufall ist und man sich recht sicher sein kann, dass der Effekt echt ist. Ein P-Wert von 0,051 wäre also schon zu viel. Und natürlich gilt, je niedriger, desto besser. Ein Problem mit dieser Konvention ist, dass Fachartikel, die keine statistisch signifikanten Ergebnisse vorweisen können, von Fachjournalen eher abgelehnt werden. Und da Veröffentlichungen wichtig für die Karriere sind, entsteht dadurch ein Anreiz für Forscherinnen und Forscher, die Ergebnisse zu schönen. Und das geht mit P-Hacking. Dabei testet man zum Beispiel während des laufenden Versuchs immer wieder die Statistik und beendet ihn genau dann, wenn der P-Wert gerade zufällig gut aussieht. Oder man wählt beim Aussortieren schlechter Messwerte die Ausschlusskriterien so, dass die gewünschten Ergebnisse herauskommen. Oder man probiert einfach verschiedene statistische Testverfahren durch, bis man ein signifikantes Ergebnis erhält. Und die anderen, naja, die lässt man halt verschwinden. P-Hacking schließt Dr. Ziani bei der verdächtigen Studie aber aus. Dafür sind die Ergebnisse zu eindeutig. Der P-Wert ist zu niedrig und der angebliche Effekt zu groß. Deswegen wiederholt sie sogar eines der Experimente aus dem Paper und bekommt völlig andere Ergebnisse. Das heißt, es ist noch schlimmer als gedacht. Hier wurden nicht nur Zahlen geschönt, sondern schwerere Geschütze aufgefahren. Gemeinsam mit einer anonymen Forscherin prüft sie dann die veröffentlichten Daten mehrerer Forschungsartikel der beteiligten Autoren. Und darin stoßen sie immer wieder auf verdächtig eindeutige Ergebnisse und Ungereimtheiten in den Datensätzen. Der Verdacht erhärtet sich. Hier liegt Datenfälschung vor. Und alle Spuren laufen auf eine bestimmte Autorin zu. Die Verhaltensforscherin und Harvard-Professorin Dr. Francesca Gino. Francesca Gino ist ein Shootingstar der Wissenschaft. Vom Bachelor in Italien zur Harvard-Vollprofessur in nur 9 Jahren.
Alle von Siani ausgemachten verdächtigen Artikel hat Gino in ihrer Zeit als Professorin veröffentlicht und sich damit einen großen Namen gemacht. Und ausgerechnet die Artikel wurden tausendfach zitiert, in denen es um unethisches Verhalten und Unehrlichkeit ging. Und Ginos Reputation als bahnbrechende Forscherin zahlt sich aus. Sie verdient über 1 Million US-Dollar pro Jahr. Dazu kommen Einkünfte als Autorin, als Rednerin und als Wirtschaftsberaterin. Francesca Gino ist eine der mächtigsten Personen auf dem Gebiet der Verhaltensökonomie. Siani und ihre Helferin brauchen also Unterstützung. Deshalb wenden sie sich 2021 an die Datendetektive von Data Collada. Data Collada ist ein Blog von 3 Professoren aus der Verhaltensforschung. Er behandelt Themen rund um Daten und Statistik und eben auch Datenfälschung. Die Autoren von Data Collada wollen die Harvard-Universität überzeugen, Untersuchungen durchzuführen. Für die ist ein Skandal und das Zurückziehen von Fachartikeln ja aber mega rufschädigend. Wenn die Uni einen Grund findet, Anschuldigungen einfach abzulehnen, dann wird sie das auch tun. Laut Zoe Siani waren die Autoren von Data Collada deshalb super kritisch und suchten nach plausiblen Erklärungen, selbst für die offensichtlichsten Ungereimtheiten. Für Siani eine im positiven Sinne frustrierende Erfahrung. Zur tiefsten Enttäuschung unseres Redakteurs können wir jetzt leider nicht auf jedes Detail der Datenforensik hier eingehen. Sorry Dennis, aber wenn euch Datenforensik auch fasziniert, dann schaut hier gerne mal in die Quellen. Wir haben euch wie immer alles verlinkt und es ist wirklich super spannend. In Kürze, die Datendetektive fanden in den veröffentlichten Datensätzen Einträge, die auf unterschiedliche Weise herausstechen. Zum Beispiel war ein Datensatz nach der teilnehmenden ID sortiert, aber einige IDs waren außer der Reihe und es gab Doppelungen. In einem anderen Beispiel sollen eine Reihe von Versuchsteilnehmenden die Frage, wie lange sie schon studieren, angeblich mit Harvard beantwortet haben. Man sollte ja denken, dass man in Harvard den Unterschied zwischen wo und wie lange kennt. In einer grafischen Darstellung fiel auf, dass genau diese auffälligen Einträge die Datenwolke in eine bestimmte Richtung verschoben. Dadurch wurde das statistisch nicht signifikante Ergebnis auf einmal statistisch signifikant. So oder so ähnliche Muster fanden sich dann in allen 4 Datensätzen. Im Herbst 2021 wandten sich Siani und Data Collada dann mit ihren Befunden an die Harvard Business School. Die schaltet eigene berufsmäßige Datenforensiker ein. Es folgte eine 18-monatige interne Untersuchung, die erst 2023 abgeschlossen wurde. Der 1200-seitige Bericht wurde wegen eines Gerichtsverfahrens in Auszügen veröffentlicht. Mit Zugriff auf die Originaldaten hatten die Forensiker noch viele weitere gefälschte Einträge ausgemacht. Teilweise waren über die Hälfte der Daten eines Experiments gefälscht. Alle von Data Collada bemängelten Fachartikel wurden inzwischen auf Anfrage der Harvard Business School von den jeweiligen Fachjournalen zurückgezogen. Aber im Spiegel sind die gefälschten Ergebnisse immer noch online. Über die Jahre hatte Gino zusammen mit insgesamt 143 Forscherinnen und Forschern 139 Fachartikel veröffentlicht. Der Ruf all dieser Menschen steht nun auch auf dem Spiel. Deshalb riefen einige von ihnen dazu auf, gemeinsam all diese Fachartikel zu überprüfen. Dazu gehört auch Uri Simonsson von Data Collada selbst. Francesca Gino, seit letztem Sommer von ihrem Posten entfernt und beurlaubt, beteuert übrigens noch immer ihre Unschuld, schiebt die Manipulation auf technische Assistenten oder bezeichnet die Originaldaten als unfertige, vorläufige Datensätze aus der Zeit, als sie erstellt wurden. Deshalb verklagt sie Data Collada, Harvard und den Dekan der Harvard Business School derzeit auf 25 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Das Verfahren läuft. Wenn man so hört, mit welchen Summen sich die Leute da teilweise gegenseitig verklagen, kann man nur hoffen, dass sie gut versichert sind, vielleicht ja auch mit Clark. Wusstet ihr zum Beispiel, dass nur 23% der Deutschen glauben, dass sie im Alter ihren Lebensstandard halten können? Mit Clark könnt ihr eure aktuelle Rentensituation schnell überblicken. Außerdem bekommt ihr Tipps, wie ihr eure Altersvorsorge verbessern könnt, bei Bedarf auch in einer persönlichen Beratung. Ihr solltet aber wissen, dass Clark als Makler für euch auftritt. Das ist hilfreich, wenn ihr Versicherungen einfach kündigen oder neue abschließen wollt, wird aber auch relevant, wenn ihr schon einen Makler habt. Der verliert dadurch nämlich sein Mandat an Clark. Außerdem optimiert Clark euren Schutz teilweise auch automatisch, wenn es bestehende Versicherungen günstiger oder zum gleichen Preis in besser gibt, vorausgesetzt natürlich, ihr widersprecht den Änderungen nicht innerhalb von 14 Tagen. Wenn ihr Clark also ausprobieren wollt, dann klickt einfach auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung oder gebt bei der Registrierung den Code WATSON14 ein. Damit bekommt ihr nämlich für bis zu 3 bestehende Versicherungen jeweils einen 15-Euro Gutschein für Cyberport, Amazon oder den App Store. Und ihr unterstützt natürlich auch noch uns und unsere Videos. Vielen Dank dafür!
Okay, alles in allem wurden schwerwiegende Vorwürfe gegen Francesca Gino erhoben und sie versucht, sich mit einer Klage auf Schadensersatz zu wehren. Aber wir glauben nicht, dass man bei Harvard eine ihrer bekanntesten Führungspersönlichkeiten des Betrugs bezichtigt, weil man sich bei der Sache nicht 100%ig sicher wäre. Schließlich schadet so ein Fall auch der eigenen Reputation. Wir erwarten deshalb nicht, dass Gino damit durchkommt. Die Geschichte von Zoe Ziani zeigt, dass gefälschte Fachartikel großen Schaden an Forschung und Forschungskarriere anrichten können. In der Zeit, in der Ginos Artikel als Grundpfeiler ihres Forschungsbereichs galten, haben bestimmt viele Forschende ihre Zeit und Ressourcen mit dem Versuch verschwendet, darauf aufzubauen. Und gerade für Promovierende ist es schwierig und potenziell karriereschädigend, die Arbeit von Forschungspromis zu bemängeln. Die Geschichte von Francesca Gino zeigt auf der anderen Seite, wie weit man mit Datenfälschung kommen kann. Deshalb sind unverlässliche Ergebnisse in Fachartikeln nicht so selten, wie man hoffen mag. Gino ist nur einer von mehreren Fällen der jüngeren Zeit. So kann auch der bekannte Sozialpsychologe Dan Ariely Manipulationen an Daten, auf die nur er Zugriff hatte, nicht erklären. Aber auch der Ex-Präsident von Stanford, Mark Tessier-Lavigne, ist wegen Datenfälschung in seinen Laboren zurückgetreten. Datenfälschung ist auch nicht das einzige Problem. P-Hacking haben wir ja gerade schon erwähnt. Auch Plagiate kommen vor und inzwischen versuchen einige sogar KI-generierten Blödsinn als wissenschaftliche Artikel zu veröffentlichen. Die meisten unzuverlässigen Studien enthalten aber wohl einfach ehrliche Irrtümer. Laut Nature wurden 2023 weltweit über 10.000 Artikel zurückgezogen, etwa 0,2% aller Veröffentlichungen. Tendenz steigend. Und Experten vermuten, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Was wird dagegen getan? Auf die Replikationskrise in der Psychologie wurde mit einem Projekt reagiert, das hunderte Studien wiederholte. Einige Journals verlangen eine eingehende Prüfung der Statistik, dafür gibt es sogar schon automatisierte Systeme, die verdächtige Statistiken im Text eines Fachartikels herauslesen und flaggen können. Bei manchen Journals kann man eine Studie anmelden, bevor man sie durchführt. Wird das Studiendesign akzeptiert, wird die Studie später auf jeden Fall in dem Journal veröffentlicht, egal wie das Ergebnis ausfällt. Das nimmt den Druck, einen bestimmten P-Wert zu erreichen. Und es wird immer üblicher, nicht nur den Fachartikel, sondern auch die dazugehörigen Daten zu veröffentlichen. So können Leserinnen und Leser die Auswertung nachvollziehen. Vielleicht ist es einfach, wegen eines prominenten Falles wie diesem das Vertrauen in die Wissenschaft zu verlieren. Aber ich finde, am Ende zeigen doch gerade diese Fälle, dass die Wissenschaft sehr wohl die Fähigkeit hat, sich selbst zu korrigieren. Auch wenn man sich vielleicht wünschen würde, dass die Hürden für Whistleblower niedriger und die Zeiträume kürzer wären. In diesem Sinne, bleibt kritisch, aber bleibt wie immer neugierig. Euer Cedric.